Das wollte ich auch gerade tun. Und jetzt? Sitze ich hier, ich armer Vogel. Du siehst so gerupft aus. Rupft aus. Zart ist der Versuchung. Seit es Mauser gibt. Apropos, in den letzten Wochen. Okay, geht's jetzt um Schusswaffen oder? Nein, es geht um tote Mäuse auf meiner Wiese, aber wirklich. Ah, okay. Zig tote Mäuse. Und auch gerupfte Federn habe ich gefunden. Okay. Und ich vermute, es war eine Katze. Oder ein Fuchs. Oder es war Vollmond. Aber ich bin schon lange nicht mehr wach geworden, so mit einem halben Eichhörnchen zwischen den Zähnen. Mhm. Was einfach halt auch daran liegt, dass ich nicht schlafe, dann kann man auch nicht wach werden. Aber, ich war es nicht, glaube ich. Glaube ich. Was hast du so gemacht seit unserer letzten Aufnahme? Ich habe gesammelt. Oh. Briefmarken. Luft. Luft. Luft stoße ich ja meistens ab. Werde ich demnächst auch. Riecht deine dann auch so komisch? Ja. Okay. Ich finde Luft hier eh überbewertet. Oder alles andere auch. Wenn ich gähne, knackt mein Kiefer. Mensch, Flo. Ja. Du hast sehr besondere Features. Wenn ich mir den Fuß in den Mund stopfen würde, wäre das dann Latschenkiefer? Unter Umständen. Oder meine Füße könnten einen Joint rauchen, dann wäre das Kifferlatschen. Nein, warte. Was denkst du denn, wie lange wird es diese Menschheit noch machen? Zu lange. Ja, das steht, glaube ich, außer Frage. Aber ich glaube, allzu viel Sorgen müssen wir uns nicht mehr machen. Die wird sich bald selbst ausgelöscht haben. Ich glaube nicht, dass ich das noch erleben darf. Ja. Ich habe auch letztens bei mir überlegt, ich bin jetzt, wie alt bin ich jetzt? Warte mal. Das will ich echt überlegen. So circa 30. Ja, 38. Sag ich doch, circa 30. Und ich dachte so, also ist das jetzt hier eine Midlife-Crisis, die ich habe? Und dann habe ich gedacht, nee, das kann aber nicht sein, weil nochmal so lange mache ich auf gar keinen Fall den Scheiß mit. Die habe ich schon seit ich 14 bin. Das kann keine Midlife-Crisis sein. Ja, das ist halt, irgendwie ist das komisch. Ja. Midlife is life. Na, 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 na. Nee, 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 nee. Ach, Flo. Doch, du wirst bestimmt 100. Nein. Allein damit irgendwo sich so ein Gott aus seiner Wolke zurücklehnen kann und lachen kann.
Gut, dass ich Atheist bin. Also wenn ich Gott wäre, ich würde es so machen. Ja. Würde jeden Morgen persönlich deine Eieruhr nochmal umdrehen und murmeln, heute nicht, Flo, heute nicht. Ach. Wenn ich Gott wäre, würde ich auch morgens mit deinem warte. Ja. Das Pendel wieder neu aufziehen. Ich verstehe schon. Ja. Tick, tock, tick, tock. Was ist denn das? Das ist das Pendel meiner Eieruhr. Ah. Es ist 1:36 Uhr. Wissen Sie, wo Ihre Kinder sind? Ja. Schwimme deine auch noch im Sack rum. Genau das. Also, ich gehe stark davon aus, zumindest. Man weiß ja nie. Ich bin relativ sicher. Nein, ich dachte eher, man weiß ja nie, ob man welche macht oder nicht. Ja. Klopf, klopf, der für die Kleinen rauskommt zum Spiel. Ja, das sagst du immer. Ja, viel mehr fällt einem dazu doch auch nicht ein, Flo. Nee. Nicht wirklich. Worüber könnten wir denn noch reden? Ich dachte, vielleicht hätten wir irgendein paar lustige Meldungen oder so, Nachrichten. Aber nee. Im Moment ist irgendwie alles elend, oder? Es ist absolut zum Kotzen. Die Menschheit ist am Arsch und ganz ehrlich, sie hat es auch verdient. Ja, das würde ich so unterschreiben. Ich möchte eine Partei und eine Sekte gründen. Was hältst du davon? Haben wir nicht schon mal eine Sekte gegründet? Das muss vor 1972 gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr. Da habe ich von diesen speziellen Äpfeln genascht und seitdem fehlen mir so ein paar Jahre. Zum Glück kam dieser Prinz, der dir einen Kuss gegeben hat. Der übergriffige Arsch. Ich mag den Prinzen. Und dann hast du ihm Apfelmus entgegengekotzt und hast wieder gelebt. Ja. Seitdem treffen wir uns regelmäßig und ich fasse seine Prinzenrolle an. Oh. Wenn der mal König wird, setzt du dem Ganzen die Krone auf. Aber dieses Märchen hat kein Happy End. Nein, weil ich werde nie sein Zepter halten dürfen. Irgendwas ist ja immer. Zepterduster. Ja. Aber ich habe dir die Tage ja auch dieses Zitat geschickt. Happy Ends are Bullshit, there are only happy pauses. Und ich finde es so
passend. Schon. Ich könnte mal eine Pause gebrauchen. Ach, Flo. Ach ja. Hier hat gestern um 14.30 Uhr die Kirchenglocke gebimmelt. Mhm. Das ist außerhalb der Zeit. Mhm. Also es ist normal, es ist von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends alle 2 Stunden. Mit anderen Worten, es ist also wieder jemand gestorben. Okay. Ich weiß noch nicht, wer. Mal gucken, wann ich es rauskriege. Spätestens beim nächsten Gottesdienst. Also kriege ich es nie raus. Hast du nicht irgendwen, der da hingeht? Also nein. Irgendein Nachbar oder? Nein. Mist. Tja. Dann weiß ich auch nicht. Also, ich habe natürlich jetzt Sorge, dass ich es vielleicht war und es nicht mitbekommen habe. Das würde den Geruch erklären. Wie findet man denn raus, ob man noch lebt? Gibt es da nicht irgendwas mit Katzen oder so? Ich muss dann meinen Nachbarn mal fragen, den Herrn Schrödinger, der kennt sich damit, glaube ich, aus. Mach das mal, mach das mal. Vielleicht hat er eine Katze da. Aber den habe ich schon lange nicht mehr vor der Haustür gesehen, schon seit Wochen. Da weiß man gar nicht, ob der tot oder lebendig ist. Ich würde ja sagen, guck nach, aber dann verfälschst du das Ergebnis. Ja. Außerdem müsste ich dazu Hosen anziehen, also nee. Nicht unbedingt, ich meine. Dann würdest du ihn quasi wiederbeleben. Hihihihi, Leichenstarre. Bist du grüner als sonst? Nee, ich habe meinen CO2-Ausstoß reduziert. Okay, das ist wirklich kein gutes Zeichen. Hast du Erde an Stellen, wo normalerweise keine Erde ist? Das ist eine Fangfrage, oder? Hast du das Bedürfnis, in einem Sarg zu schlafen? Noch mehr als sonst? Ich guck mal, wir machen jetzt einen Online-Test. Bin ich tot? Einverstanden. Wo kann man den machen? Schick mir mal bitte einen Link. Vielleicht kann ich ja gar nicht beurteilen, ob du noch lebst, weil ich selber tot bin. Natürlich gerne da. Na, vielen Dank. Dann drücke ich mal hier drauf. So. So, die erste Frage ist, siehst du dich im Spiegel? Hier ist kein Spiegel. Die Antworten sind ja, nee, wieso oder moin. Hier ist auch, doch, hier ist ein Spiegel, aber ich sehe mich nicht, weil ich gucke so von der Seite drauf. Also, tja. Nee, wieso? Tut mir leid. Frage 2. Kannst du laufen? Lol. Jep. Nö, ich fliege nur. Wenn er jetzt anstatt LOL Roffel stehen würde. Also ich laufe ja weniger, ich kulle ja mehr so rum. Das würde passen, aber. Frage 3. Wie fühlst du dich gerade? Was ist fühlen? Langeweile oder gut / schlecht? Hier kann es nur eine Antwort geben. Ja. Wie alt bist du? 10 bis 99 Jahre,
150 bis ... Jahre oder ist egal? Schwierige Frage. Ja, vor allem, was macht jemand mit 125? Ach, ist egal. Frage 5. Wo wohnst du? Ist wolkig da? Das sage ich dir nicht. Oder ist egal. Ich kann nicht rausgucken. Ist es wolkig? Es ist dunkel. Und riecht doch Schwefel. Das war ich. Oh, ja. Ich dachte schon, das kommt mir so bekannt vor. Magst du Regen? Was? Ist das das, wo unter mir immer alles nass wird? Oder nee, ist mir zu nass? Frage 7. Wie alt bist du geworden? Ich weiß nicht mehr so genau, ich glaube so 80, 90 Jahre. Ich lebe noch oder moin. Das ist, glaube ich, eine Fangfrage, weil wenn du auf das Quiz bin ich tot mit ich lebe noch antwortest. Mal weitermachen. Achtens. Ist Gott nett? Fragezeichen, ... Hahaha. Jo, aber manchmal müssen wir die Wolken putzen oder andere nervige Sachen machen. Frage 9, es geht so weiter. Glaubst du an Gott? Ist so. Ob ich jetzt an ihn glaube oder nicht, Wolken putzen müssen wir trotzdem. Oder ja, / nein. Frage 10 ist nicht mal eine Frage. Da steht Tschüss. Und als Antworten gibt's Tschüss. ... Oder Grüß Gott. So, was ist denn bei dir rausgekommen? Zu 50% bist du. Entweder du wolltest einfach nur sehen, was dabei rauskommt, oder du hast ein bisschen viel getrunken. Bei mir ist es zu 40% bist du. Herzlichen Glückwunsch. Du hattest null Interesse an diesem Test und dir war langweilig. Ja. Ich beschmeiß dir noch diesen Test in den Chat, der aus einer anderen, in meinen Augen seriöseren Quelle kommt. Ja, ich habe aber auch noch einen entdeckt, aber machen wir erstmal den. Eine sehr seriöse Quelle, die gibt es bereits seit 1845. Unabhängig und schnell. Ist es um sie herum gerade eher hell oder dunkel? Hell, dunkel, aber da vorne am Ende des Tunnels ist ein Licht. Draußen dunkel, drinnen hell. Naja, ich habe das Licht an, also. Da fehlt draußen dunkel, drinnen dunkel. Ich glaube, da kannst du dunkel nehmen, oder? Oh. Aber ich will kein Licht am Ende des Tunnels. Das ist manchmal nur der Zug. Dann ist gut. Ist Ihnen kalt? Nein. Jetzt, wo Sie es sagen, ja. Ein bisschen, aber wirklich nur ein bisschen. Frage 3. Haben Sie das Gefühl, die Menschen um Sie herum nehmen Sie wahr? Nein, es scheint fast so, als wäre ich Luft für Sie. Eben ging sogar einer durch mich durch. Menschen? Welche Menschen? Oder nein, allerdings bin ich sehr unbeliebt. Naja, das ist mir ja klar, was ich... Was
Was macht man denn, wenn mehreres zutrifft? Das, was man am... wo okay. der Mauszeiger am nächsten ist. Riechen Sie etwas streng? Oh ja. Das weiß ich nicht, ich kann meine Nase nicht finden. Das ist subjektiv, die einen sagen so, die anderen so. Ich hätte jetzt normal gesagt, oh ja. Da ich aber auch schon gehört habe, oh, du riechst voll toll nach Flo. Bin ich jetzt nicht ganz sicher. Frage 5. Wie war die letzte Beerdigung, an der Sie teilgenommen haben? Schrecklich, ich habe viel geweint. Oder herzergreifend, alle waren nur wegen mir da. Oder weiß nicht, ich schlafe immer ein. Oder es war eine Stimmung wie auf einer Beerdigung. Da trifft ja auch wieder mehrfach Zeugs yep. zu. Das ist auch nicht so ganz einfach. Ich habe noch nie auf einer Beerdigung geweint. Dann ist das wohl nicht. Was bedeutet Zeit für Sie? Ach herrje, mein Zug fährt ja gleich. Zu spät. Jetzt kann ich diesen dummen Test auch noch fertig machen. Zeit ist eine physikalische Größenart. Sie beschreibt die Abfolge von Ereignissen. Oder, das frage ich mich schon seit 200 Jahren. Frage 7. Wann haben Sie zuletzt mit einem Menschen gesprochen? Vor wenigen Minuten? Ich spreche ständig, es scheint mich nur niemand zu verstehen. Ist Gott ein Mensch? Oder? Claro, eben habe ich mich mit einer Gruppe Menschen unterhalten, die im Kreis um einen Tisch saßen und sich an den Händen hielten. Das ist jetzt auch nicht so ganz einfach. Ja. Wie definieren die Menschen und was machen wir hier? Naja. Frage 8. Schlafen Sie nachts? Es ist übrigens 1:53 Uhr. Ja, nein, wenn ich nachts schlafe, werde ich gefeuert. Ich glaube, die Frage können wir ganz leicht beantworten. Ja. Nächste Frage ist aber auch gut. Verspüren Sie manchmal Liebe oder Hass? Täglich, mehrmals. Nein, mir ist eigentlich alles ziemlich egal. Oder die Frage allein macht mich stinksauer. Heißt das nicht, da regt mich ja schon die Frage auf. Ja. Haben Sie Angst vor der Auswertung dieses kleinen Tests? Was ist Angst? Ja, sehr. So lange kann ich nicht warten. Ich muss dem Licht aus Frage 1 folgen. So, dann mal gucken, was, ob wir tot sind oder noch am Leben. Oh, jetzt bin ich aber sehr enttäuscht. Jetzt sag nicht, dass du tot bist. Doch. Tut Fuck. Uns leid, aber sie sind bereits tot. Ich habe Glückwunsch, sie sind noch am Leben. Tja, das ist nun irgendwie blöd gelaufen. Sie scheinen irgendwann kürzlich gestorben zu sein. Wann, das wissen wir leider selbst nicht, aber Fakt ist, dass sie nicht mehr am Leben sind. Naja, es gibt Schlimmeres. Bei mir steht, ja, wer hätte das gedacht? Wie es scheint, nehmen sie noch immer aktiv am Leben teil. Wir gratulieren weiter so. Ich bin jetzt echt enttäuscht. Ach, es könnte schlimmer sein. Ich podcaste mit toten Menschen. Jetzt weißt du, warum vorhin die Glocke geklingelt hat. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind ein Medium. Medium rare, bitte. Nee, du bist durch, Flo. Du bist durch. Ich
Ich bin sowas von durch. So. Boing. Boing. Sieh an, sieh an. Ein hoher Prozentsatz unserer Hörer schläft noch nicht. Hi, Dela. Genau. So. Naja, ich habe hier noch schnell ein anderes Quiz gemacht. Und habe daraus, oh ja, ich muss dir leider mitteilen, dass du entweder scheintot oder ein ziemlich gut erhaltener Ganztoter bist. Das kommt eigentlich ziemlich gut hin. Naja, ich weiß nicht, wie gut erhalten ich bin. Na, für einen Toten geht's. Ja. Nein. Nein, ja, ja, nein. Ja, nein, ja, ja. Achso, ich hatte überlegt, wir könnten ja mal entweder oder machen. Also wir diskutieren zwei Punkte aus, was für uns besser ist. Und deswegen möchte ich dir mal die Frage stellen, Mickey oder Donald? Goofy. Jetzt beleidige mich nicht. Huhu. Duck knapp Tales. Verfehlt, du bist ein lebender Toter. Mickey oder Donald? Dann Donald. Hätte ich früher auch gesagt, aber mittlerweile würde ich tatsächlich eher zu Mickey tendieren. Weil der hat wenigstens eine Hose an. Weil früher dachte ich auch, ja, hier Donald, Mickey ist so dieser super gute, langweilige Blurk. Das ist langweilig und Blurk, also wie Superman, einfach zu gut, als dass er noch interessant wäre. Aber wenn ich das so mittlerweile dingse, mir fehlen ein paar Worte. Ich sollte nicht drei Sachen gleichzeitig machen, warte mal. Und mach die Hose wieder zu. Flap, 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 flap. Die Donald-Geschichten, es gibt gute Donald-Geschichten. Also ich lese als Klolektüre sehr viele lustige Taschenbücher in letzter Zeit. Aber im Großen und Ganzen sind die doch sehr, sehr einseitig. Und Mickey, gut, auch hier gibt es viele Sachen, die halt immer Standard sind. Aber tatsächlich gibt es da so einige Reihen auch, die echt interessant sind. Also so eine so Hardboiled-Detektivgeschichte. Oder eine, wo es eine Parallelwelt mit Monstern gibt, wo es dann einen Wehrgoof gibt und lauter so Zeugs. Das ist echt nicht mal schlecht gemacht. Und mittlerweile muss ich sagen, dass wenn ich zu Donald, wenn ich dann noch die anderen Enten dazu zähle, also Onkel Dagobert und so, dann vielleicht ja. Aber ansonsten würde ich tatsächlich doch mittlerweile mehr zu Mickey tendieren. Ja. Sowas, sowas. Sowas, sowas. Was, sowas, so. So, was. Wann machen wir denn endlich unsere Musical-Episode?
Morgen. Okay. Ich will die Trapp-Familie sein. Okay. Trip, trap, trip, trap, trip, trap, trip, trap, trip. Trap, trip. Trip, 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 trip. Trap, 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 trap. Trap, 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 trap. Witzig. Das ist auf so viele Arten verstörend. Ich? Georg Ludwig von Trapp war ein Marineoffizier und U-Boot-Kommandant der KUK-Marine. Ich wusste nicht, dass Österreich wirklich U-Boote hatte im Ersten Weltkrieg. Ja, natürlich, die haben zwar an Land gestanden, aber die hatten U-Boote. Na gut. Und Vater der singenden Trapp-Familie. Ja, die meinte ich. Du kennst, ah nein, du kennst den Film nicht, okay. Ich musste das jetzt wirklich googeln, also. The Sound of Music. Ein wundervoller Film mit Musik und Nazis. Bis zum letzten Flaggenschuss. Erinnerungen eines österreichischen U-Boot-Kommandanten. Ja. Die Trapp-Familie. Sound of Music. Trapp, Trapp. Gut, man muss auch zugeben, der Film ist in Deutschland jetzt nicht so bekannt. Aber in Amerika ist das so richtig ein Kultfilm. Okay. Übrigens zog in das Haus der Trapp-Familie Heinrich Himmler ein und hat sich da ein abhörsicheres Zimmer einrichten lassen. Mhm. Julie Andrews in der Hauptrolle. Und wenn du überlegst, wer das war Mary Poppins. Ah. Oder ist, sie lebt ja noch. Und die hat bei Himmler ein abhörsicheres Zimmer eingerichtet. Ja. Glaube ich. Ich habe dir nicht zugehört. Vielleicht bin ich schon tot. Hey, das sollten wir mal testen. Und dann spielen wir entweder oder? Ja. Okay. Also entweder wir spielen oder nicht. So.
see. Oh Gott. I'm dead again. Man gewöhnt sich dran. Mein Bein juckt. Dann bist du definitiv nicht tot. Ja. Dann lasse ich es einfach. Vielleicht sind es auch nur Mückenstiche. Das würde die vielen Fliegen erklären, die um mich rumschweben. Vielleicht sind das alles Fruchtfliegen und du bist eigentlich ein sehr leckeres Stück Obst. Manchmal denke ich, ich bin Gemüse. Naja. Ich glaube, du bist eine Kiwi. Pelzig und mit weichen Stellen. Oder eine Nektarine. Pelzig und mit weichen Stellen. Du erkennst dein Muster? Ja, in den weichen Stellen. Sieht aus wie deine Fingerabdrücke. Ja. Das stimmt. Ich rutsche. Hast du's gut? Ich schaukel nur. Hui. Du karussellst. Siehst du? Ach, ja. Soll ich dich noch mit unnützen Faktenwissen quälen? Oh ja. Gut. Wusstest du, dass Disney 1999 eine VHS-Ausgabe von Bernhard und Bianca, die Mäusepolizei, zurückziehen musste und wieder eingestampft hat, weil im Hintergrund einer Szene eine Frau oben ohne zu sehen war? Witzig. Ich würde jetzt gern wissen, war das in der Kinofassung dann auch drin oder? Eine echte Frau oder eine Mäusefrau? Eine Frau. Mensch. Wenn man das so nennt. Krass. Und die Radio City Music Hall in New York, die musste nach der Schneewittchen und die sieben Zwerge ihre Sitze neu bepolstern. Weil die Hexe so gruselig war, dass viele Kinder sich eingepinkelt haben. Okay. Ja, die Hexe ist ja auch gruselig. Na, wenn du das sagst. Naja. Was für ein Film war Schneewittchen? Schneewittchen, der erste Disney-Film von, ich weiß es gar nicht, 37 oder noch früher. Ja. Okay. Schneewittchen hat eine Hexe. Natürlich hat Schneewittchen eine Hexe, die ihr dann den Apfel bringt. Ah, so die Hexe. Ja, ja, ja. Ja. Und du weißt ja auch, dass Findet Nemo wissenschaftlich nicht korrekt ist. Ja, natürlich. Hallo? Weil Nemos Mutter ist ja gestorben. Und wäre es korrekt gewesen, hätte sein Vater dann das Geschlecht gewechselt und sich mit seinem Sohn gepaart. Die Natur ist echt creepy.
Außerdem. Das ist der einzige Punkt, der Menschen auffällt. Ja. Dass ein Clownfisch und eine, was ist das andere eigentlich, eine Makrele, anfangen mit einem Wal zu sprechen. Ach, was soll's. Das andere ist alles total dingsig. Kennst du die Serie, die Zeichentrickserie Kimba, der weiße Löwe? Das kommt mir bekannt vor. Ich glaube, das habe ich mal gesehen, ja. Ja, ich auch damals in meiner Kindheit. Die ist bereits aus den 60er Jahren. Okay. Und die hat eklatante Ähnlichkeit mit dem König der Löwen. Aha, aha. Aber Disney hat halt die besseren Anwälte gehabt, so dass es. Ah. Ja. Ja, und ich meine, Kimba und Simba, das kann man mal verwechseln. Ja. Kommen wir lieber zum Dschungelbuch. Oh ja. Da gibt es ja diese Geier im Dschungelbuch. So vier Geier. Okay. Die sollten ursprünglich von den Beatles synchronisiert werden. Witzig. Das hat aber leider nicht geklappt, aber die sind tatsächlich von den Frisuren her auch so ein bisschen an die Beatles angelehnt. Hm. Vielleicht auch ein Film, den ich irgendwann mal sehen muss. Das Dschungelbuch? Ja. Solltest du. Also man muss, glaube ich, nicht alle Disney-Filme gesehen haben, weil manche sind auch wirklich nicht so toll, aber doch, das Dschungelbuch ist ganz in Ordnung. So, jetzt gibt es eine Schätzfrage. Aha. In dem Film 101 Dalmatiner, wie viele Punkte sieht man insgesamt? 2. Nein. 1 Million. Also auf den Hunden natürlich nur. Nein. Der Film hat 1113,760 Frames. Und in diesen sieht man insgesamt 6.469.952 Punkte. Ich will nicht wissen, wer das gezählt hat. Bestimmt irgendein armer Filmstudent. Oder ein Praktikant. Oh, das wusste ich auch nicht. Am Anfang von Ariel, die Meerjungfrau, wenn der König Triton auftritt und man so diese Meerleute da unten so sieht, wenn man da genau hinguckt im Publikum, sind Mickey, Donald, Goofy und Kermit der Frosch. Muppet-Content. Ja, da haben wir das auch endlich mal wieder drin. Genau. Außerdem, was hältst du von der Farbe Limettengrün? Finde ich Limettik gut. Ja, Disney-Animatoren haben das als Signal des Bösen verwendet. Ja. Also immer tauchen irgendwie die bösen Figuren im grünen Licht auf oder ja, grün, stimmt. Grün umsprumpelt und so weiter. Hast du schon mal den Film Phantasia gesehen? Also vermutlich kennst du die Szene mit Mickey. Zauberlehrlings. Genau das, Szene, ja. Ich glaube, aber ansonsten habe ich davon noch nichts gesehen. Ne? Es war ursprünglich wohl auch mal so geplant, dass der Film halt immer wieder im Kino laufen sollte und dann einzelne Musiksegmente ausgetauscht werden sollten. Okay. Sodass das halt wirklich immer wieder was Neues ist. Aha. Das hat nicht ganz so geklappt. Aber es gibt da einen Zauberer, haben wir ja schon drüber gesprochen. Und der Zauberer heißt Yen Sid. Und wenn man das rückwärts liest, heißt das Disney.
Ja. Okay. Eine Suppe wäre jetzt geil. Es gibt nur 4 Filme, in denen die Figuren beide Elternteile haben. Und ja. Suppe wäre jetzt echt nicht schlecht. Welche Filme sind das? Oh, das habe ich jetzt hier. Das müsste ich gucken, weiß ich nicht. Aber wenn ich so drüber nachdenke. Vielleicht irgend sowas wie Mulan? Unmöglich. Ich erinnere mich da gar nicht, ob die Eltern noch gelebt haben oder nicht. Wie sieht es mit Pocahontas aus? Ich erinnere mich nicht. In den meisten sind sie ja wirklich tot. Der Glöckner von Notre Dame? Ich glaube, die Eltern des Glöckners sind tot. Ja, aber was ist mit ihren Eltern? Oder müssen alle Eltern überall leben? Also es müssen schon beide leben und den Film überleben. Oh. Müsste man wirklich mal rauskriegen. Aber naja. Übrigens hat Dornröschen im ganzen Film nur 18 Textzeilen und ist damit die am wenigsten redende Disney-Prinzessin. Ich habe jetzt gelernt, dass es über 3 Minuten dauert, bis in Don't Stop Believing von Journey das erste Mal der Satz Don't Stop Believing fällt. Das Lied hat aber auch nur 4 Minuten. Ich mag das Lied. Ja. Aber ich habe halt immer das Finale der Sopranos vor Augen. Wenn das Lied läuft und sie da an dem Tisch sitzen und plötzlich wird es still und schwarz und dann bleibt es so und es ist aus. Also fast so, wie wenn wir aufhören zu podcasten. Ja. Das ist bei uns immer schon schwarzes. Ja. Farben sind was für Menschen mit Hoffnung. Ach. Wird echt überbewertet, oder? Also Hoffnung. Und Farben. Und überhaupt. Ich glaube, Überbewertung wird überbewertet. Huch. Was habe ich jetzt gemacht? Nichts. Das stimmt. Huch, nein, da kann ich gar nichts schreiben. Hier muss ich tippen. Ja, tipp hier. Für dich drücke ich sogar Return. Oh, Return to Sender. Ich wünschte manchmal, ich wäre nicht so leicht zu Ohrwurmen. Warum? Ach, nur so. Ach, nimm deine Wurmtabletten und dein Teller Suppe. Wurmsuppe.
Ups. 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 Das Problem ist, sobald mein Gehirn Don't Stop Believing hört, spult es, was denn das, Axis of Awesome, glaube ich, Four Chord Song ab. Du kennst es? Ja. Ja. In einer Endlosschleife und es hört nicht auf. Es hört nie auf. Was natürlich jetzt ein schönes Ende gewesen wäre, aber wir haben noch 10 Minuten. No hope, no love, no glory, no happy ending. Mhm. Wollte ich mal gesagt haben. Dum dum. Dum dum. Dum da 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 da. Dum da 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 da. Wusstest du, dass heute vor 30 Jahren 1989 war? Nicht cool, Flo. Nicht cool. Selten habe ich mich so alt gefühlt. Außer eben. Und jetzt. Und diese Sache mit dem Spiegel. Und als die Kinder auf dich gezeigt und gelacht haben. Tja. Aber so ist es halt im Leben. Solange die Kinder noch lachen. Ja. Ist diese Welt noch nicht verloren. Doch, ich glaube schon. Weißt du, was ich an dir so mag?